Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine Favorite Piece der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, ihr kennt das üblich. Jede Woche stelle ich euch meine Favorite Pieces vor. Auch diese Woche habe ich mich wieder in den Shops auf die Suche begeben und habe euch ein paar coole Sachen rausgesucht. Ich will wie üblich gar nicht lange drum herum reden und wir schauen uns die Sachen einfach mal an. So Leute, fangen wir an mit Piece Nummer 1. Und Piece Nummer 1, wie ihr seht, gibt es bei Zara. Und zwar ist das ein Hemd, Viskose, ein... So Leute, Piece Nummer 1, wie ihr seht, habe ich bei Zara gefunden. Und zwar gibt es ein Leinen-Viskose-Hemd. Ich muss sagen, ich feiere diese Viskose-Hemden sowieso im Sommer. Und das jetzt kombiniert mit Leinen, wird auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Wird auf jeden Fall sehr, sehr nice sein. Ich muss auch sagen, wie das Ganze hier gestylt ist. Sieht wirklich sehr cool aus, gerade in den Sommer rein. Wirklich perfekt gestylt, muss ich sagen. Dieses Weiß zusammen mit den Cremetönen und dann die braunen Schuhe noch dazu. Dazu sieht der Typ noch cool aus. Es wirkt auf jeden Fall alles sehr stimmig. Gibt es für 33 Euro in etwa und es gibt es noch in der zweiten Farbe. Hier finde ich es nicht ganz so perfekt gestylt, aber auch nicht schlecht. In so einem Senfton. Mir gefällt das Weiße deutlich besser. Ich werde mir das die Tage auch mal bestellen und anschauen. Ich finde es sehr cool. Gerade dieses lässige, kurzärmelige Hemd für den Sommer, kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Und wie gesagt, wie das hier gestylt wurde, on fleek. Dementsprechend checkt das gerne ab. Piece Nummer 1 gibt es bei Zara und zwar das Hemd. So, dann Piece Nummer 2 habe ich bei Essence gefunden und ich habe mehrere Shops durchsucht. Auch diesmal ein paar teure Sachen dabei, aber ich denke, es ist alles noch irgendwo im Rahmen und ich finde diese Strickjacke, boah, die hat es mir echt angetan. Die gefällt mir super, super gut. Die sieht richtig nice aus, so ein bisschen auf Vintage gemacht und dann diese Peace-Zeichen drumherum. Cooler Schnitt, ein bisschen Drop-Shoulders und so. Wirklich eine sehr, sehr coole Strickjacke in diesem Olivton. Gefällt mir extrem gut. Allerdings 300 Euro, muss man ehrlich sein, ist auf jeden Fall viel Geld. Allerdings ist das auch eine Designer-Brand und dementsprechend zahlt ihr da auch einfach mit den Namen und natürlich hier ein individuelles Design. Trotzdem hat sie mir das auf jeden Fall angetan und die Strickjacke werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Vielleicht kommt die ja bald noch in den Sale, ich weiß es nicht genau, aber die sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Dann das nächste Piece habe ich bei Zalando gesehen und zwar von The Couples in Blouson-Bomberjacke. So ein bisschen, klar, irgendwie wie eine College-Jacke, aber eigentlich ist diese Saint Laurent-Kollektion von damals nacherfunden, von Hedi Slimani. Ich weiß nicht genau, von wann die war, irgendwann, weiß ich nicht, 13, 14, 15, 16, das waren ja die goldenen Jahre bei Saint Laurent. Und dementsprechend gibt es so eine nachempfundene Jacke jetzt hier also von The Couples bei Zalando habe ich die gesehen und die gefällt mir echt gut. Also hat einen sehr coolen, sehr cooles Design, sehr cooles Muster. Farben sind gut kombiniert, der Schnitt sieht nice aus und sie gefällt mir einfach. Und dementsprechend habe ich sie mit reingenommen. Vielleicht sucht mal jemand ein bisschen was Auffälligeres, eine sehr coole Jacke. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Und dementsprechend das hier ist Piece Nummer 3. So, dann haben wir das Thema Strickpullover und ich weiß, dass viele Marken auf den Zug mit aufgesprungen sind. Ich habe so einen Strickpullover ja schon echt lange und ich habe jetzt gesehen, es gibt den in zwei Colorways bei ASOS für, ich sag mal, bezahlbaren Kurs. Hat einen coolen Schnitt, bisschen Crop geschnitten. Ich würde da einfach empfehlen, vielleicht eine Größe größer als normal zu gehen, wobei man hier auch immer auf die Größenbeschreibung, also der ist 1,85 Meter und trägt M, man muss aber davon ausgehen, dass er ein bisschen dünner ist, dementsprechend, ich würde vielleicht sogar Richtung L tendieren, weil er mir hier unten ein bisschen eng geschnitten ist, dadurch, dass er mal eine Größe größer geht, wirkt das alles noch ein bisschen lockerer, wirkt auf jeden Fall sehr nice und den gibt es gerade, wie gesagt, bei ASOS und den gibt es auch noch im zweiten Colorway und zwar in so einem Creme-Colorway, auch sehr nice. Gleicher Pulli. Was mich ein bisschen stören würde, sind im ersten Moment diese Bändel, aber die kann man ja rein theoretisch auch abschneiden, wenn man das möchte. Aber ich finde, der Pullover sieht echt cool aus und für den Preis auf jeden Fall auch, ich sag mal, Preis-Leistung mehr als gut, weil man vergleichsweise, wenn man Designer-Sachen sucht oder ich sag mal, kleinere Brands, die sowas rausbringen, ist sowas immer extrem teuer. Ich sag mal, unter 100 Euro kriegt man sowas auf jeden Fall nicht. Und dementsprechend checkt das gerne ab, solange der noch da ist bei ASOS. Alle Größen in beiden Colorways auf jeden Fall noch am Start. Ich finde, das ist ein cooler Pullover in zwei wirklich akzeptablen, guten Colorways. Und dementsprechend hier, dicke Empfehlung. So, dann haben wir das Thema Kapuzenjacke. Und zwar, wie ihr gerade hier seht, ich habe jetzt die hier von Peso an. Ich habe aber gesehen, dass für 40 Euro in verschiedenen Colorways einen sehr coolen Kapuzenpullover, also ich muss die Seite nochmal neu laden, ist bei
bei Weekday gibt. Und ich finde, es auf jeden Fall gelungen, wenn die Seite hier mal vernünftig laden würde. Ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Die Seite spackt gerade ein bisschen rum. Sieht auf jeden Fall von den Schnitten her, und ihr seht das vielleicht jetzt hier gerade nicht, weil das nicht rendert. Ich weiß nicht genau, warum das nicht rendert. Ähnlich aus wie der, den ich habe. Und dementsprechend denke ich, für 40 Euro macht man ja nichts verkehrt, gerade wenn man verschiedene Colorways will. Und es gibt den wirklich in Grau, es gibt den in Beige, in Babyblau, in Khaki, in verschiedenen Colorways, wenn man sowas will. So einen wirklich strikten, so einen wirklich basic, einfachen Kapuzenpullover mit so einem coolen Fit, denke ich, macht man da auf jeden Fall nichts verkehrt. Und wenn man sich da ja dann nochmal anmeldet etc., nochmal 10% extra Rabatt. Also da kann man auf jeden Fall was machen, und ich finde den auf jeden Fall gelungen, und dementsprechend checkt das gerne ab, den gibt es bei Weekday. So, dann gibt es eine Designbrille, die ich persönlich extrem feiere, und ich habe so eine Brille schon extrem lange. Und ich weiß, dass diese Brillen eigentlich immer ganz cool sind und auch viele da nachfragen, wo kriegt man so eine Brille? Und es gibt jetzt hier einfach so eine Brille für 15 Euro. Und natürlich dürft ihr hier nicht die extrem krassen Gläser erwarten. Trotzdem habt ihr ja normal euren UV-Schutz mit drin. Und hier ist so eine All-Black-Variante, finde ich schon sehr geil. Und wer sowas anderes von einem anderen Colorway, so eine gold-grüne Variante, ist auch extrem cool. Für 15 Euro finde ich es extrem, extrem guten Deal. Und die sieht wirklich sehr nice aus. Dementsprechend checkt das gerne ab. Auch die gibt es bei Weekday. So, und dann sind wir schon beim letzten Piece. Und das letzte Piece habe ich bei Mango gefunden. Und zwar, ich stehe ja auf das Thema Strick. Und hier gibt es einen echten coolen, so einen College-Cardigan. Ich finde auch, das ist cool gestylt. Ich weiß, dass das nicht jeder tragen würde. Aber ich finde, es sieht wirklich harmonisch aus, wie das Ganze kombiniert haben. Diesen Tönen, auch blau, weiß und dazu noch die braunen Schuhe. Sieht sehr cool aus. Und dementsprechend, den gibt es bei Mango, größentechnisch ist auch noch alles am Start, und ihr kennt das Ganze, ihr findet alle Links wie immer unten in der Infobox. So Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich habe mir wie üblich wirklich Gedanken gemacht, Sachen rausgesucht, und ja, dementsprechend sind meiner Meinung nach echt coole Sachen dabei. Preiskategorien habt ihr gesehen, auch verschiedene Preiskategorien am Start, auch mal Designer-Sachen mal wieder mit reingenommen. Es muss nicht immer nur H&M, Zara und Co. sein. Dementsprechend checkt die Links gerne ab, lasst gerne ein Feedback da, ein Abo und ein Like würde ich mich auch extrem freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.